So, jetzt sind wir also auf dem kleinen Inselsberg. Ja, der kleine Inselsberg, ja, würde ich mal so sagen, ist hauptsächlich erstmal ein etwas größerer Parkplatz. Hier kann man also mit dem Auto anreisen und kann dann von hier aus in alle Himmelsrichtungen zu Fuß wandern. Ne? Dann gibt es hier so einen Erlebnispark noch für Kinder, so mit verschiedenen Attraktionen. Und wie gesagt, da oben vor uns, das ist der große Inselsberg, ne? Der alte Funkturm. Und ja, die Spitze sieht man eigentlich nur. Und da oben sind wir dann auf 916 Metern Höhe. Ja, zum kleinen Inselsberg noch. Ja, wie gesagt, man kommt hier mit dem Auto her aus allen Himmelsrichtungen, teilweise von recht weiter Entfernung her. Und natürlich heute noch weitestgehend mit der alten Technik, sprich mit Verbrennungsmotoren, die natürlich dem Wald nicht so sonderlich gut tun. So, natürlich würden wir uns wünschen, wir Menschen, die wir hier diesen Wald lieben, dass alle unsere Gäste natürlich auch mit Fahrzeugen hier anreisen, die möglichst unseren Wald und unsere Umwelt nicht schädigen. Das heißt, wir hätten gerne irgendwann in einer nicht allzu fernen Zukunft, dass hier wirklich nur noch Fahrzeuge ankommen, ja, die elektrisch betrieben sind und möglichst keine Emissionen verursachen. So, man könnte also zum Beispiel Oberleitungsbusse hierher führen, das wäre überhaupt kein Thema. Ja, für alle, die mit dem Bus anreisen, könnten mit Oberleitungsbussen hierher geführt werden. Das würde einfach bedeuten, dass wir unterhalb der Bergregion, sage ich mal, im Vorfeld so Park-and-Ride-Parkplätze einrichten, wo wir einfach sagen, bis dahin könnt ihr mit euren traditionellen Fahrzeugen anreisen. Und dann gäbe es eine O-Buslinie, die einfach hier hochführt zum Plateau des kleinen Inselsberges. Eventuell bis ganz nach oben, das wäre auch eine Option. Oder wir würden dann von hier aus umsetzen auf elektrisch betriebene Kleintransporter, Kleinfahrzeuge, ja, wo dann die Leute, die dann also nicht laufen möchten, auch elektrisch nach oben befördert werden. Ja, man könnte selbst mal über eine Seilbahn nachdenken, wobei das wäre an sich die zweitbeste Lösung, denn so ein Einschnitt für so eine Seilbahn ist immer ein ziemlicher Eingriff in die Natur und das müsste eigentlich hier nicht sein. Ne? Wir haben eine ordentlich ausgebaute Straße, die bis nach oben führt und wir könnten eigentlich mit erdgebundenen Fahrzeugen, die elektrisch angetrieben werden, alle Gäste, die dies wünschen, nach oben transportieren. Das wäre gar kein Thema, das wäre gar kein technisches Problem. Ne? Das kann man also wirklich umsetzen. So, heute ist der Parkplatz auch nur mäßig besetzt. Ja, hängt sicherlich auch mit dem Wahlsonntag zusammen. Ne? Die Leute haben wahrscheinlich heute erstmal noch zu überlegen, wen wählen wir denn nun? Das kann ja noch dauern. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit, bis wir unsere Entscheidung endgültig gefällt haben müssen. Ja, und deshalb ist dieser Parkplatz, sagen wir mal, eigentlich fast leer. So, das war's von hier. Und jetzt gehen wir einfach noch die letzten paar Meter nach oben und dann melde ich mich wieder oben vom Plateau des großen Inselsberges. Also bis gleich. Tschüss, euer Didi aus New Kota City.